Agenten Stefan Kloß telefonisch verbunden. Guten Abend. Einen schönen guten Abend nach Hamburg. Was haben Sie heute gesehen über die Vorbereitung der Iraker, um Bagdad zu verteidigen? Nun, es ist so, dass wir heute mit mehreren Bussen also durch die Stadt fahren konnten. Und es war nicht aufregend viel zu sehen, aber vor allem die Straße Richtung Flughafen, das konnten wir beobachten. Da hat man also einzelne Verteidigungsgräben ausgehoben. Und man konnte sehen, also Panzerabwehrwaffen und so weiter. Und ich denke mal, die Irakis erwarten dort offenbar den nächsten Vorstoß der Amerikaner. Und der Krieg geht ja auch heute Nacht weiter. Warum wir jetzt telefonisch nur reden, nicht per Bild, hat damit zu tun, dass vor ungefähr 15 Minuten hier in der Nähe des Zentrums, wo wir uns befinden, es mehrere sehr schwere Explosionen gegeben hat. Und auch Maschinengewehrfeuer habe ich gehört, schweres Maschinengewehrfeuer. Also die militärische Lage hier in und um Bagdad ist relativ schwer einzuschätzen momentan. Wie reagiert denn die Bevölkerung von Bagdad auf das, was da passiert? Also ich denke, da gibt es vielschichtige Reaktionen. Da gibt es die Anhänger des Regimechefs, die feiern ihn natürlich weiter, die stehen vor den Fernsehern, soweit man das auch beobachten kann, tagsüber und finden das sehr schön, dass sich da Saddam Hussein gezeigt hat, volksnah beim Bad in der Menge im Stadtteil Al-Mansur hier in Bagdad. Es gibt aber auch viele Leute, und das habe ich auch halt beobachtet, die sind sehr einfach mal damit beschäftigt, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Familien quasi verlassen ihre Wohnungen, gehen in andere Stadtteile oder Familien verlassen auch ganz Bagdad, gehen aufs Land zu Verwandten. Und die sind nicht so sehr interessiert daran, was momentan hier an Propaganda läuft und was immer mit dem Regime passiert. Die wollen nur wissen, dass ihre also Angehörigen in Sicherheit sind. Also ich will nicht sagen, dass alle noch dahinter stehen, sondern ich denke, es ist momentan ein sehr vielschichtiges Bild und man kann nicht sagen, es ist so oder so momentan. Vielen Dank, Stefan Kloß. In Bagdad wohnen in Friedenszeiten etwa 5 Millionen Menschen. Es ist also eine riesige Stadt und wenn man von einem Ende bis zum anderen fährt, dann macht die Entfernung gut 30 Kilometer aus. Die amerikanischen Truppen haben den Flugplatz im Westen erobert. Das scheint wohl nicht mehr in Frage zu stehen. Die Stadt soll inzwischen umstellt sein, sodass die Iraker keinen Nachschub mehr hereinbringen können. Was unser Reporter Christoph Maria Fröder heute in Bagdad aufnehmen konnte, hat er zu seinem Bericht zusammengestellt. In der Innenstadt von Bagdad haben die Menschen längst resigniert. Die meisten Läden sind geschlossen, ein Wirtschaftsleben gibt es praktisch nicht mehr. Ein vollgepacktes Taxi, die Menschen fliehen weiter aus der irakischen Hauptstadt Bagdad. Gestern war diese Straße völlig leer, heute staut sich der Fluchtverkehr. Noch schnell eine Reparatur, in dem Auto soll eine 9-köpfige Familie aufs Land gebracht werden. Ersatzteile werden nur noch zu Wucherpreisen verkauft. Auch heute Nacht haben die Amerikaner Bagdad wieder massiv bombardiert. Es traf erneut mehrere Wohnviertel. Selbst massive Wände und Betondecken werden von den Raketen und Bomben durchschlagen. Er beschreibt den Angriff, der die Familie mitten in der Nacht aufschreckte. Die Amerikaner hätten den Wohnblock mit Raketen und den gefürchteten Streubomben beschossen. Irakische Milizen fahren heute Abend demonstrativ durch die Innenstadt von Bagdad, lassen sich fotografieren. Heute Morgen versuchten wir, den Verteidigungsring um Bagdad zu erkunden. Unsere Begleiter verboten uns jede Filmaufnahme. Alles Militärische sei streng verboten. Und diese diskreten Aufnahmen gelangten erst am Nachmittag. Nicht aus unserem Dienstwagen, sondern aus einem Bus des Informationsministeriums, der die Presse ohne anzuhalten einmal durch Bagdad fuhr. Das Gebiet um den Flughafen ist von Militärs besetzt. Wir haben es nur einmal geschafft, ohne Kamera, bis in die Nähe des Flughafens zu kommen, etwa 7 bis 8 Kilometer entfernt. Rings um uns herum waren zahlreiche Militärs mit Panzern, mit Luftabwehrgeschützen. Man war offensichtlich entschlossen, den Flughafen doch nochmal anzugreifen, zu versuchen, ihn den Amerikanern wieder wegzunehmen. Ob das wirklich gelingen kann, wage ich zu bezweifeln. Früher am Vormittag in der Innenstadt von Bagdad. Wir fragten einen Polizisten, ob es Unruhen unter der Bevölkerung gegeben habe. Er sagt, bislang sei alles ruhig. Viele würden die Stadt verlassen. Die Regierung habe sogar den Zivilisten geraten, sich auf das Land zurückzuziehen. Er greift demonstrativ zur Kalaschnikow und sagt, ich bleibe in Bagdad. Ich werde unsere Hauptstadt verteidigen und wenn mir nur die Nägel und die Zähne bleiben. Für uns gibt es nur Tod oder Sieg über Amerika. Was mal wieder beweist, dass Sieg oder Niederlage
meist eine Frage des Blickwinkels sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat heute erklärt, man solle wegen der Lungenkrankheit SARS nicht in Panik geraten. Täglich würden etwa die Masern mehr Todesopfer verursachen als diese neue, noch unbekannte Lungenkrankheit. Und gemessen an der hohen Bevölkerungszahl in Hongkong und der südchinesischen Provinz Guangdong gäbe es dort nur eine ziemlich kleine Zahl an Erkrankungen an SARS. Weltweit sind inzwischen rund 2400 Menschen an der Lungenseuche erkrankt. Bisher sind 89 daran gestorben. Und immer noch kennt man die Ursache nicht. Stefan Niemann berichtet. In Chinas Südprovinz Guangdong suchen Forscher fieberhaft nach dem Schlüssel zur tödlichen Lungenkrankheit SARS. Ein Team von WHO-Experten besucht chinesische Seuchenspezialisten. Gemeinsam untersuchen sie hunderte Blutproben von Opfern des schweren akuten Atemwegssyndroms und vergleichen die Daten mit denen geheilter Patienten. Dabei fanden sie seltene Chlamydia-Bakterien, die offenbar im Zusammenwirken mit dem Coronavirus SARS verursachen. Rätselhaft bleibt, wie die Krankheit übertragen wird. Nach internationaler Kritik am zögerlichen Umgang mit der gefährlichen Epidemie signalisiert Peking erstmals Einsicht. Ein hoher Regierungsbeamter räumt öffentlich Fehler ein. Wir entschuldigen uns bei jedem. Unsere Gesundheitszentren und die Medien litten unter mangelhafter Koordination. Wir haben die Massen nicht ausreichend aufgeklärt. Kaum ein Bürger Pekings trägt eine Schutzmaske. Zu spät und zu spärlich informieren Chinas staatlich kontrollierte Medien das Volk. Nun will die Führung verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Vor allem Hongkong fühlt sich von der Zentralregierung im Stich gelassen. 3 weitere Todesfälle meldet die ehemalige Kronkolonie heute. Damit sind inzwischen 20 Hongkonger an SARS gestorben. 39 neue Patienten wurden im Laufe des Tages in Krankenhäuser eingeliefert. Die Stadtregierung kann nichts für diese Katastrophe. China hat einfach zu viele Informationen zurückgehalten. Dadurch waren wir in Hongkong nicht auf die Gefährlichkeit von SARS vorbereitet. Was kann ich tun, um mich vor SARS zu schützen? Anders als Chinas Bürger bekommen die Hongkonger nun täglich neue Hinweise und Antworten auf für sie überlebenswichtige Fragen. Ärzte und Behörden klären auf, solch serviceorientiertes Denken ist ihren Kollegen auf dem Festland noch immer fremd. So offenbart SARS auch die Schwächen des chinesischen Gesundheitswesens. Und nun weitere Nachrichten mit Eva Herrmann.